Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Prepare to Die. Es geht auch hier endlich mal weiter. Ich habe mir gedacht, komm, jetzt bist du so gefrustet von Dark Souls 2, was kann jetzt noch passieren? Ja, ich habe nämlich gerade noch die letzten Dark Souls 2 Bonus-Parts aufgenommen. Na, die letzten, in Anführungszeichen. Haben wir denn hier noch was für dich? Kleine Feuerhüterin-Seele, yay, super. Ich glaube, man kann auch nur 5 bekommen, wenn man New Game Plus ist oder wenn man ihre Seele auch opfert. Und das wollte ich ja nicht. Was ich meine ist, ich habe fast alle Bonusparts fertig, denke ich. Jetzt kommt nur noch der für mich letzte Boss, weil ich den einen jetzt ignorieren werde, diesen Doppelboss. I don't care, ich komme nicht mal hin, es ist mir auch Wurst. Pfeif drauf. So. Hier fehlt uns allerdings noch einiges. Der DLC steht an. Allerdings seht ihr schon, dass ich den gerade nicht machen möchte. Ich wollte gucken, ob ich was anderes machen kann. Das Dumme ist nur, ihr seht, was da fehlt, oder? Wenn ich hier unten ins Gebiet gehe. Ja, diese Fluchzeichen-Dinger-Gedönse, die fehlen mir. Ich finde keine. Ich habe auch in der Kiste keine gefunden. Von daher weiß ich nicht, wo, wie ich da jetzt durchkommen soll. Wir versuchen es einfach mal. Wir gucken einfach mal, ob wir hier vielleicht noch was finden. Wir bräuchten nur 2 Stück oder so. Weil die Geister, die jetzt kommen, droppen nämlich welche. Ich habe ja, glaube ich, schon von Neulondo erzählt. Von den Ruinen. Die droppen hin und wieder welche, aber ich muss erstmal einen haben, um sie zu erledigen. Und ich habe leider auch nicht den Finstertöter, der ein verfluchtes Schwert wäre. Ah, aber ich glaube, da unten liegt noch was. Ich glaube, da unten liegt noch was. Vielleicht reicht uns das. Das könnte es sein, was ich gesucht habe. So. Na, bist du wohl sterben, bitte? Dankeschön. So. Ja, der Wanderfluch. Sehr gut. Die 2 brauchen wir. Die werden wir direkt mal equippen hier. Ja, da sind sie schon. Sehr gut. So. Ja, ich mach lieber schon, bevor ich über die Brücke gehe. Denn wir brauchen unbedingt diese Wanderflüche, Leute, damit wir hier durchkommen. Ihr wisst ja, wir waren schon mal hier und sind einfach durchgelaufen und haben uns die Feuerhüterin-Seele geholt, die man eigentlich schon hätte viel früher haben können, aber ich war so doof und hab's nicht geholt. Und ja, hier geht's nämlich zu den 4 Königen. Dem letzten Boss vor Gwyn, der letzte Lord, der uns noch fehlt. Also sie haben eine Lord-Seele erhalten, die 4 Könige. Sind deswegen der letzte Lord, der uns noch fehlt. Okay. Sehr gut. Wir können sie auch nur blocken, wenn wir mit dem Wanderfluch verflucht sind. Die Geister. Nur dann können wir blocken, sonst schlagen die einfach durch unser Schild durch, weil sie sind ja nicht stofflich. Komischerweise machen sie uns ja noch Schaden. Das ist so ein bisschen strange. Es gibt ja auch eine Abkürzung, wie man dann durchs Gebiet kommt, wenn man einmal durch war. Die soll also die ist auch ziemlich gut, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich sie nutzen kann, weil ich einfach doof bin und mir sowas nicht merken kann. Es sah zumindest immer sehr verwirrend aus, wenn Bruger das zum Beispiel immer so fix gemacht hat. Hier runter und hier runter springen und hier runter rollen und bam, bist du da. Ich hab mir so, ah, okay. Ja, hier waren wir nämlich noch nicht, sehr gut. Denn die Leiter war noch oben gerade. Könnt ihr euch nochmal zurückspulen und euch das angucken. Ja, ja. Darum ist dieses Gebiet hier auch extrem scheiße. Denn hier kommen ganz gerne mal die Zacken durch die Wand. Würdet ihr bitte mal was droppen? Wir haben das früher sehr, sehr selten nur gedroppt. Aber sie sollten das mittlerweile ein bisschen... Warum bewegt sich nicht? Ein bisschen öfter droppen. Ja, ich wusste es. Ich habe so viel Ausdauer gemessen zu Dark Souls 2. Das wundert mich voll. Guck mal hier, wie ich was hier aushalte alles. Hammer. Dark Souls 2 wäre schon dreimal gestorben. Ich achte jetzt gerade nicht so sehr auf mich, tut mir leid. Ich will hier erstmal durch irgendwie das Gebiet kommen und dazu müssen die Viecher halt sterben. Die ziemlich dreckig sind, um ehrlich zu sein. Aber der Aufzug da ist, glaube ich, auch eine Abkürzung. Ah, nein, falsche Richtung. Puh. Alter. Und die können halt jederzeit durch die Wände kommen, diese Mistviecher, ne? Und sind auch sehr aggro. Also kommen auch von einer großen Entfernung teilweise. Da seht ihr, da kommt schon wieder was durch den Felsen. Dann ein Parierdolch. Okay. Den ich jetzt nicht unbedingt brauche. Aber ich brauche Wanderflüche, Leute. Das kann doch nicht sein. Wenn ihr keine droppen, dann habe ich ein Problem. Drop doch mal einen Wanderfluch. Bitte. Oh, damn you all! Ganz ehrlich, damn you all. Da hinten komme ich nicht hin, aber hier ist ja noch was. In der Hoffnung, dass du
Oh nein, eine Kreischerin. Die ist ein Grund dafür, warum die so aggro sind. Noch zwei Wanderflüche, das ist gut. Denn die Kreischer, also diese Banshees, die rufen andere Geister. So, mal gucken, was hier kommt. Es dürfte noch kein Boss kommen. Hier gibt es nicht nur ein Gebiet, meine ich. Okay, schön, dass ich was sehe. Danke. Ach, hier ist aber alles voll von dem Mistvieh. Guck, da oben schwebt schon einer unter der Brücke schweben. Eine ganze Menge. Aber wir können so immerhin schon die eine Abkürzung sichern, wenn wir dann da runterspringen von dort aus. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen sollen, aber... Soll ganz einfach sein. Hahaha, ja, bestimmt. Na komm. Komm ruhig hier runter. Würdest du bitte hier runterkommen, du blöder Geist? Mein Wanderfluch hat, glaube ich, aufgehört. Ich glaube schon. Nee, ist noch da. Daran seht ihr das, wenn das Symbol ausgegraut ist und man keinen weiteren nehmen kann, ist man immer noch verflucht, was ich sehr gut finde. Würdest du bitte runterkommen? Boah, das dauert ja ewig, ne? Bis die blöde Troller sich mal hier runter bemüht. Kamera spackt rum, das ist normal, Leute. Keine Angst. Soldatenseele, ja, die war es ja jetzt voll wert. Ich muss halt gucken, dass wir nicht gerade in einem Kampf sind, wenn der Wanderfluch aussetzt, sonst haben wir ein Problem. Und hier wird auf jeden Fall ein Kampf kommen. Seht ihr, da kommt der Scheiß schon. Ich nehme mal was. Ich werde eh jetzt noch nicht zum Boss gehen, selbst wenn ich da hinkomme. Da muss ich erst nochmal zurück, Leute. So, erstmal abhauen. Und hier runter. Aber hier wird's auch eklig, meine ich. Ja, seht ihr, da war schon wieder was. Da sind zwei Geister unten. Kommen die mir hinterher? Ich bin mir nicht so sicher. Unten würde auf jeden Fall einer warten. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, da lang zu gehen. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, da war gar nichts. Unten an dem... Oh, seht ihr, da unten ist schon wieder ein Geist und dann kommen aus den Wänden gleich noch welche. Ich mag dieses Gebiet persönlich nicht, deswegen habe ich es in meinem ersten Anzocken, oder, ja, Anzocken kann man es schon fast gar nicht mehr nennen, ja, gar nicht angespielt. Ich wollte es nicht, ich hatte keinen Bock darauf, weil ich wusste, was hier für ein Kack kommt und wie dreckig diese Geister sein können. Ich bin immer noch, ja, jetzt ist er nämlich weg, seht ihr. Ich brauche mehr Wanderflüche, Leute, warum droppen die so mies? Ich weiß, dass die mal besser gedroppt sind von den Geistern. Wenn die nämlich nicht droppen, muss ich mich hier echt beeilen. Und da habe ich nicht so wirklich Bock drauf. So, ich glaube, ich gehe mal hier rein. Ach, nee, okay, ich dachte, da wäre ein Geist direkt. Hier kommen gleich auch viele, meine ich. Ich meine schon. Ach, da ist nämlich ein Schreitroller. Ja, seht ihr, hier kommen sie aus allen Ecken und Löchern und Enden. Und oh, es ist so dreckig hier in diesem Gebiet. Aber hey, ich meine, nach dem Bockmist von Dark Souls 2 eben, ist das ja nichts Neues. Aber willst du bitte hier runterkommen, damit ich dich abstechen kann? Dankeschön. So, jetzt die Schreitroller noch. Ich hoffe, dann kommen nicht noch mehr aus den Wänden überall und so. Doch, da kommt wieder was. Sehr gut, down. Du jetzt auch noch. Aber kein Wanderfluch. Ich bin echt traurig. Jetzt zwei, okay, das ist gut. Weil du brauchst die hier. Und schön auf die Knochen rumknacken. Oh Mann. Ja, man braucht die hier unbedingt. Warte mal, hier war aber, glaube ich, was. Ja. Ich erinnere mich daran. Leider kann ich die Leiter nicht schnell hoch, wie in Dark Souls 2. Ja, guck mal, den netten Hintern vom fauligen Gary. Denn der ist ein bisschen hollow gerade. Da, hier oben steht nämlich jemand. Yay, mit dem können wir reden. Das ist voll gut. Also, ich meine, das wäre sonst doof. Wenn der hier stehen würde, man könnte nichts mit ihm machen. Aber da war wieder was in dem Ding. Deswegen kommen die sicher gleich, die Mistviecher. Und irgendwie kann ich da hinten rüber später und hier. Da hinten müssen wir hin, um diese Tore dort zu öffnen und das Wasser abzulassen. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch wenn dann Sachen frei werden, die ich nicht haben will. Aber das ist extrem wichtig, dass wir das machen. Wenn der hier Wanderflüche hat, kaufe ich mir mal ein paar. Hallo! Na? Die kennen wir, die Rüstung, oder? Die haben wir nämlich auch. Mit der bin ich eine Weile rumgelaufen. Well, this is a surprise. I get few visitors, save for ghosts. You have the Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Wir brauchen den Schlüssel, um dort reinzukommen bei den vier Königen. Wir würden immer wieder sterben, wenn wir nicht... Oh. Okay, ich kann dieses Gebiet noch gar nicht machen, denn ich muss erst den DLC machen. Aber ich kann es ja zumindest schon mal ein bisschen anspielen. Sehr gut, da will ich nichts mitmachen.
The dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Ja, und dafür müssen wir aber Sif töten. Hello there. What is it? The key to the sea. Ich wollte nur sagen, du willst mir doch was... Ne? Hier kann man nämlich als einziges einen Fluch brechen lassen. Wir haben auch Fluchabwehr. Können 17 haben. Ich nehme mal 10. Es gibt sonst keine Möglichkeit, außer die Läuterungssteine, die man in der Kanalisation auf dem Weg zum Leuchtfeuer, zum Feuerbandschrein kaufen kann. Das sind die einzigen zwei Mittel, mit denen sich ein Fluch brechen lässt. Und naja, es ist halt nicht schön. Ne? Dafür, wenn man verflucht ist... so geht das. Kann man sehr schön wieder hierhin zurückkommen. Also, weil man die Geister halt dauerhaft töten kann, wenn man verflucht ist. Und so viel Schaden machen sie jetzt auch nicht, glücklicherweise. Aber, naja, ist halt trotzdem sehr schwierig, da hier hinzukommen. Ach, kommst du bitte hier runter? Danke. Das ist echt nervig, ne? Ein Spiel, das eigentlich auf planarer, also auf planer Ebene abläuft, dann mit sowas da drin. Ne? Mit so Geistern, die... überall rumflabbeln. Okay, da oben ist noch was. Komme ich da dran? I don't know. Hier gibt es ja gleich wieder Fratzengeballer. Anders gesagt, sie werden mich zerschmamschen. Ich gehe einfach mal hier runter. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wie das Gebiet aussieht. Aber das heißt, wir müssen den DLC vorher machen. Oh nein, du auch noch. Wir müssen den DLC vor dem hier machen, weil wir sonst den Abgrund nicht beschreiten können, weil ich Sif töten muss. Fluchbissring, oh, gegen Fluch. Und das will ich nicht, habe ich ja gesagt. Ich will Sif erst nach dem DLC töten, weil es ja einige von euch gibt, die die Opening-Szene dann noch gar nicht gesehen haben, die sich ja ändert bei Sif. Wenn man vorher den DLC gemacht hat. Und da möchte ich natürlich dann das ein bisschen für euch machen. Ist ja klar. Hier kommen wir zu den Floodgates. Hey, Nadu. Okay, will nicht. Soldatenseele. Ja, jetzt kommst du, ne? Ich hab dich doch gesehen. Nee, doch nicht. Flabbel nur rum. Oh, ich brauch einen Wanderfluch, deswegen vielleicht. Ne, will immer noch nicht. Pfeif drauf. Wenn du keinen Bock hast, dann hast du halt keinen Bock, ne? So, ich glaube, hier oben kriegen wir jetzt das Item, was ich eben noch haben wollte. An sich ein ganz, ganz cooles Gebiet. Vor allem, weil die mir aus irgendeinem Grund nicht so viel Schaden machen, was mich wundert. Komisch. Habe ich so eine gute Rüstung auf einmal oder so? Ganz strange. Vielleicht bin ich auch einfach so overpowered. Aber das glaube ich auch nicht. Ich meine, wir sind jetzt... Ich habe ein bisschen gelevelt, habe ich ja gesagt. Stufe 107. 20 Vita, 19 Zauberei, 44 Kondition, 20 Stärke, 16 Beweglichkeit, 45 Intelligenz und 14 Wille. Einfach, damit ich die Seelenspeere nutzen kann. Darum ging es mir. Die werde ich mich bei den vier Königen explizit brauchen. Die werde ich aber auch in DLC, glaube ich, brauchen. Befürchte ich. Aber wenn wir die Floodgates schon mal öffnen könnten, dann können wir uns ein andermal in diesem Gebiet weiter umschauen. Da geht's hoch. Ich sehe aber nicht, wohin. Aber nach unten sieht's aus, als könnte ich mir hier eine Abkürzung freimachen. Glaube ich, bewegt sich nicht. Von daher würde ich erstmal runtergehen. Ach, der Siegelschlüssel. Ah, Floodgates! Yay! Open them, my friend. Open them. Das ist so eine schöne Szene eigentlich. Ja, und ich glaube, ihr seht schon, wo das ist. Denn da raus, aus diesen Toren, geht es ins Drachental. Und wenn die Drachen nicht so kacke wären, könnte man sogar von dort aus schneller da rein. Zu den vier Königen, aber nein. Nein, nein, guck, seht ihr, da sitzen sie schon, die Schweinebärchis. Wow, ganz schön tief, oder? Und bedenkt, dass wir gerade so bis da, wo jetzt mein Kopf ist, eben nur gesehen haben. Und das war alles voller Wasser. Und ja, schaut mal, seht ihr den Glibbersitsch da unten am Boden? Das sind alles Leichen. Nom, 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 nom. Jetzt haben wir auf jeden Fall das schon mal erledigt. Jetzt können wir auch mal hochgehen. Ich glaube, dieser Aufzug bringt einen direkt da runter. Was ist hier noch? Ich weiß es nicht. Also hier das Gebiet, da konnte ich mir auch nie merken, wo was ist, ne? Also, bis auf ein paar Sachen, dass ich noch weiß, wann man da ungefähr hinkommt. Hier das,
Der Kompositbogen und der große Pfeil und eine große Pfeile. Ja, und hier können wir ins Drachental schauen. Seht's euch an. Wow, oder? Und dahin. Ging es da nicht hin zur Schandstadt? Ich glaube schon. Ja, die Umgebung ist hier einfach so geil in Dark Souls. In Dark Souls 1, obwohl ich es in Dark Souls 2 noch besser finde. Auch wenn mich da viele wieder schelten werden für. Aber es ist nicht mehr so logisch connected alles miteinander. Dafür, also abgesehen, dass ich davon absehen kann, also dass mir das relativ ist. Also so relativ jetzt auch nicht, aber schon so ein bisschen. Also dafür ist es aber so, muss auch noch, dass wir in viel mehr Gebiete kommen, in viel mehr unterschiedliche Gebiete vor allem. Seltenring der Opferung, der schützt auch vor Fluch übrigens, ich meine es zumindest. Deswegen ist der so begehrt. Oh, guck mal, da ist ja noch was. Komme ich da hin? Ja, da unten wollte ich ja sowieso hin. Da wollte ich ja sowieso hin. So, wie komme ich jetzt hier wieder runter, ist die Frage. Hallo. Überlebe ich das, wenn ich hier runter springe? Ich glaub's nicht, aber wir können es ja mal ausprobieren. Warte mal, dann nehme ich mir lieber nochmal einen Estus. Wenn wir nicht überleben, ist ja nicht so schlimm. Hui! Ja, wir überleben sehr gut. In Dark Souls 2 wäre ich jetzt frittiert gewesen. Dann können wir jetzt auch hier runter gehen. Hoffentlich nicht sterben, aber das wird sich zeigen. Du bist sicher wieder ein Geist, komm. Ich kenne euch doch. Eine grüne Scherbe, das ist jetzt nicht so das Wildeste. Aber ihr seht, da unten ist eine Nebelwand und ich glaube, da ist der Boss. Oder? Ich könnte mir zumindest vorstellen, ob wir hier runterspringen können einfach und dann dahin. Ja, ich glaube, das ist der Boss. Und da können wir auf gar keinen Fall hin. Weil, wie gesagt, wir würden einfach sterben. Denn wir haben den Ring des Abgrundschreitens, so nennt er sich nicht. Abyss Walking, Ring of Abyss Walking ist es, glaube ich. Darunter, okay. Wie ging es denn hier nochmal weiter, Leute? Ich weiß, dass das hier noch nicht alles war. Definitiv nicht. Hier gibt's noch mehr. Schaut mal, da ist so überall noch Zeug. Und das gibt auch noch mehr, ohne dass man da unten hinkommt. Oh toll, jetzt kommen die zwei. Meine zwei Freunde kommen jetzt wieder an. Strange, keine Ahnung. Der Part ist aber auch sicher gleich vorbei. Ich geh mal... Ah, nein, 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 falscher Knopf. Ich geh mal da runter. Das ist eine Abkürzung. Und zwar, wenn man dann hier hinspringen kann, glaube ich, von da oben. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob das so gut klappt. Oder wie genau das klappen soll. Na toll. Ja, mach deinen Angriff von der Ferne, du Sack. Komm lieber her und lass dich verhauen. Ich muss auch doch aufpassen, dass er mich nicht runterstößt. Ihr seht trotzdem... Oh nein, jetzt ausgerechnet, jetzt ist der scheiß Wanderfluch. Und ich lebe noch. Wow, okay. Nehmen wir nochmal schnell den Wanderfluch, nicht, dass das Vieh runterkommt. Und da seht ihr schon nämlich die Gegner, die ich hier unten gar nicht mag. Die einfach scheiße sind. Kommst du von da oben runter? Sieht nicht so aus. Ich hab's gerade so überlebt, krass. Ja, und das hier sind die dunklen, die schwarzen Ritter oder so. Die mit der Finsterflamme ausgestattet sind. Eine Art Pyromantieflamme, die, seht ihr, ein Abwehrschild produzieren kann, der nicht 100% des Schadens eigentlich blocken dürfte. Gegen die brauchen wir übrigens keinen Wanderfluch mehr. Aber vor allem kann diese Flamme uns Menschlichkeit abziehen. Die Finsterflamme. Und das kann man auch haben. Man kann diese Flamme farmen und von denen, und dann kann man das auch machen. Bei menschlichen Spielern zum Beispiel kann man dann Menschlichkeit abziehen. Sehr, sehr cool. Oder auch bei vielen NPCs. Man kann da Menschlichkeit dann einfach siphen. Und sehr, sehr krass. Sehr, sehr cool. Oh, guck mal, wie es hier eigentlich schwabbelt und wabbelt und blub. Eklig. Ja, dankeschön. Die brauche ich unbedingt. Ja, aber da gibt's auch einen Covenant für. Den Dark Wraith Covenant. Und da ist schon wieder so ein Sack. Ich meine, wenn ihr so langsam bleibt, finde ich das okay. Ich bin von Dark Souls 2 ja jetzt ein bisschen mehr gewohnt. Das ist ja nicht so langsam gewesen, wie ich es gerne hätte von euch, aber ist okay. Ich mach dich trotzdem fertig, du Penner. Ich bin von Dark Souls 2 jetzt echt ganz anderes gewöhnt, ne? Hammer, hammer, hammer hart. Aber ich glaube, die Bosse hier sind heftiger. Ich will jetzt versuchen, den Weg zurückzufinden, damit ich weiß, wo das Gebiet hier eigentlich beginnt. Und hier beginnt es eigentlich nicht. Das weiß ich. Bin ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf Drachen jetzt. Ah, da ist einer. Ich wusste doch, hier kommt noch einer. Das wusste ich zum Beispiel noch.
Na, guck mal, wie viel Schaden wir an dem Vieh machen. Das riecht gut. Leider wird es an den vier Königen nicht mehr so toll sein. Ich habe ein bisschen leise die Musik, oder? Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen lauter machen. Geht das schnell? Ja, so ein bisschen. Bisschen mehr diese Stimmung hier aufbauen, Mensch. Geil. So. Ja, seht ihr, alles Leichen. Ah, das ist so eklig. Wir haben sie alle hier unten begraben. Getötet. Ah. Wahrscheinlich auch geschändet oder weiß ich, was sie alles getrunken haben. Ja, und die Viecher waren im Wasser auch hier dabei. Kommt doch einer, ich höre ihn doch. Das ist eine Falle. Ja. Moin, ne? Fit? Nein! Jetzt saugt er mir die Menschlichkeit ab, seht ihr? Du Pennersau! Und das macht schweinigen Schaden. Das hat er mir echt eine Menschlichkeit geklaut. Ja, triff nochmal, du Penner. Jetzt macht das nochmal. Ich bin so doof, ne? Und jetzt sterbe ich. Nee, knapp. Knapp nicht. Das war aber echt knapp. Du Arschkrampe, du Miese, ne? Kleine, dreckige, meine teuer erbeutete Menschlichkeit. Ich krieg die jetzt wieder, aber ich glaube nicht. Ja. Seht ihr, die ist dann auch noch verloren. Das ist so gemein. Aber es könnte sein, dass hier sogar die vier Könige schon kommen. Ich glaube nämlich schon, deswegen gehe ich da nicht hin. Ich meine, hier kommen die vier Könige und wie gesagt, wir können nichts machen. Wir werden einfach sterben. Und da habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Ich brauche aber, glaube ich, schon... Wie viel brauche ich zum nächsten Level? Steht das hier schon? Ne, steht leider nicht da. Ich glaube, ich brauche irgendwas mit 100.000 oder so. 100.000 Seelen, das heißt, die 13.000 sind eigentlich auch überhaupt nichts mehr wert für mich. Ja, die Items da kenne ich auch nur vom Sehen in anderen Let's Plays, weil ich habe sie nie verwendet, also nie gemacht. Oh, guck mal, hier können wir jetzt... Yay, das wollte ich noch. Ich wollte den Shortcut freischalten. Tada! Warum auch immer die Sachen alle klemmen, bis man einmal hier drauf gestiegen ist. Wrong Shortcut. Ich will noch höher. Ich darf nicht höher. Toll. Dann gehen wir nochmal runter. Immerhin ist er jetzt aktiv. Und dann können wir uns nochmal gerade umschauen. Ich kann ja auch das machen. So. Nach oben geschickt. Ganz wichtig, sollte man öfter mal machen. Ach so, haha, ich komme jetzt noch nicht mehr weg, ne? Ja. Ich komme nicht mehr. Oh, damn it. Ja, nee, dann kann ich auch gerade mal bei den vier Königen reingehen, weil dann ist das definitiv vier Könige. Wenn man irgendwie an den Drachen vorbeikommen könnte, ne? Oder sie abfarmen könnte oder sowas, würde ich es echt machen. Weil dann wäre das hier ein echt chilliger Weg zu den vier Königen. Und nicht so stressig. Wie der andere. Ich glaube doch, ich habe Heimkehrknochen. Deswegen machen wir es einfach mal. Nee. Da ist dann die vier Könige. Was ist dann hier noch? Noch ein Wraith? Oh, da ist ja noch so einer. Dreckschwein. Oh, das kann ich besser. Das macht mir Schaden. Nee, du saugst mir nicht nochmal Menschlichkeit ab, du Arsch. Hör auf, dein Schild zu machen. Der ist vor allem bei den NPCs natürlich wieder... Ja, genau, der war nicht mehr mit Schild, aber ist okay. Der ist bei den NPCs natürlich wieder viel, viel mächtiger, dieser Schild. Als es bei einem Spieler der Fall wäre. Was ich auch wieder total unfair finde. Und was sicher nur eine Wegpatchungsscheiße von... Oh nein, ich habe was gehört. Da kommt noch einer. Vom PvP-Kram natürlich wieder ist. Oh Gott, das ist so ein Vieh. Aber machen wir ganz einfach. Zap! Tot. Guck mal, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Vieh ist und was es alles kann. Oh, das kann Scheiße machen. So ein Seelen, also so ein Leichenhaufen einfach. Oh, zum Glück habe ich euch erlöst. Und tut mir leid, das ist wirklich erlösen. Der ist aber einmalig, meine ich. Ist die Zeit immer noch nicht rum? Doch, jetzt ist er rum. Och, und wieder die Schädel. Die kennen wir noch aus der Gruft. Machen allem Schaden, was um sie rum ist. Ich habe mich hier noch nie umgeschaut. Ja, da ist noch so einer, ich wusste es doch. Warte mal, du kriegst eine Überraschung. Ins Gesicht kriegst du die. Haha, tot. Au, das hat mich natürlich auch noch getroffen, aber ist egal. Macht ja nichts. Ja, und Bruger zum Beispiel hat das hier ganz, ganz stark abgefarmt. Die Wraiths. Und hat versucht, sich da die Finsterhand zu holen. Hat die sogar mit Sorsha, seinem zweiten Char, gehabt.
seine Multiplayer-Chow. Und da gibt es auch schöne Multiplayer-Aufnahmen von ihm und John McCloud zu. Kann man auch gerne mal reinschauen. Also ich finde es zumindest cool. Mir hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ja, der Part ist eigentlich rum. Ich renne jetzt nur noch mal hier kurz durch. Und dann werde ich den Heimkehrknochen nehmen, weil wir sollen ja eigentlich noch nicht hier hin. Das können wir das nächste Mal noch mal erforschen. Also das, wenn wir den DLC durch haben, dann geht's erstmal in den DLC, der die Hölle wird, sage ich euch, Leute. Ich weiß auch nicht, ob ich da wirklich den durchspiele. Ja, wohl muss ich eigentlich, ne? Eigentlich muss ich das. Aber Manus, also der Endboss da, ich weiß, ich spoilere ihn gerade, aber ist ja nicht so schlimm. Die Kette liegt nach innen, das heißt Mimik, oder? Ich meine, das heißt Mimik. Nein, das heißt keine Mimik, okay. Ich hab's schon wieder vergessen, Leute, weil es so lange her. Riesenglut. Ach, guck mal, da haben wir die auch. Ja, Leute, und damit werde ich jetzt einfach mal mich verpieseln. Ich hoffe, wir haben noch Heimkehrknochen. Bitte, bitte. Ja, danke schön. 3 Stück. Jo, tschüss. So, damit ist der Part auch vorbei und wir gehen beim nächsten Mal in den DLC, der sicher höllisch wird. Bis dann, Leute. Tschüss.